das ist Richie Lionheart. Wow. Ja, liebe Leute, das erste Lied, das ihr heute von mir hört, ist das Kometenlied. Und zwar, das ist ein bekanntes Wiener Couplet aus der Posse Pomparzi Vagabundus von Johann Nestroy. Oder auch das liederliche Kleeblatt genannt. Und der Schuster Knierin beklagt darin den Verfall der Welt. Es ist also dann Tradition geworden bei den Aufführungen dieses Stückes, dass immer eine aktuelle Strophe angehängt wurde. Und ich habe diese Tradition aufgegriffen, aber gleich ein bisschen erweitert. Ich habe 5 aktuelle Strophen original. Es ist keine Ordnung mehr in der Politik und alle reden gleich 3 zurück. Im Parlament, da streiten sie nur, von Volksinteressen ist längst keine Spur. Und kommt ein neuer Kanzler zusammen, weiß alle nicht, wie lang man haben. Im Gecko tun sie über den Lockdown parlieren. Das Volk kann dabei gewiss nur verlieren. Den Rundfunk und die Zeitungswelt haben die Türkisen gekauft um eine Menge Geld. Dadurch sind einige hochgespült worden. Jetzt haben sie dafür einen Ausschuss um die Uhr. Da wird dann halt Angst und Bank. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Die Regierung kriegt vom Tanzen nicht genug. Von Masken oder Abstand war dabei keine Spur. Als Normalsterblicher warst eingesperrt dabei. Und das soll Gerechtigkeit für alle sein. Korruption und Chats waren das Jahr in. Die halbe Regierung hängt da mit drin. Passiert ist dagegen, na Logo, noch nix. Weil die Immunität von der Bande ist fix. Was haben wir uns gewünscht zum letzten Neujahr? Dass das neue Jahr besser wird als das alte war. Und was ist passiert? Man sollte es kaum glauben. Sie haben uns angezogen, die Damenschrauben. Da wird einem halt Angst und Bang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Es ist viel Ordnung jetzt in unserem Leben, weil es tut sehr viel Verbote geben. Ohne Masken und Test ins Geschäft darfst du nicht rein. Und das sollen persönliche Freiheiten sein. Und hast ein Lokal, bist ein armer Wicht, weil Gäste kommen in ihrer Zeit nicht. Die Einschränkungen sind schon recht arg. Der Lohn bei der Kurzarbeit dafür karg. Mit dem Coronavirus ist ein ganz ein schönes Gefremd. Die Regierung diktiert, was man tun darf, was nicht. Von Demokratie ist lang schon keine Spur. Profitieren werden davon die Reichen nur. Da wird einem halt Angst und Bang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Mit der Impfung, da zählen sie uns, da wird alles gut. Geht, macht's mir einen Gefallen und nehmt euch einen Hut. Denn eins ist ja mittlerweile sonnenklar. Die Leute sehnen sich danach, wie es früher war. Seit fast 2 Jahren fällt euch nichts anderes ein. Die nächste Variante könnte gefährlicher sein. Das hören wir im Fernsehen den ganzen Tag, das längst keiner mehr hören mag. Die
Kinder in der Schule, die haben ihren Zack fremd. Ohne Testen und Maske, da spült's uns halt nicht. Noch soziale Kontakte, denken sie sich frei. Stattdessen kriegst du ein Pickerli im Ninja-Pass rein. Da wird einem halt Angst und Bang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Zahlen die ganze Zeit sehr dominant, bestimmen, was passiert wo im Land. Dabei ist schon lang nicht so klar, ob diese Zahlen auch wirklich sind wahr. Die Wirtschaft kugelt am Boden herum, es ist für viele schon viel zu dumm. Die Halbformatszeitung jubelt jeden Tag, weil es wieder mehr Infizierte hat. In Corona-Zeiten ist bald nichts mehr wie's war. Mit der Plastikkarten zahlen wir statt Bar. Handgeben umarmen, das ist einmal gewesen. In der Zeitung gibt's auch nichts Erfreuliches zum Lesen. Da wird einem halt Angst und Bang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Beim nächsten Lied möchte ich ein bisschen ausholen und auch sagen, warum das Lied jetzt dann kommt. In diesem Lokal sind Freundschaften entstanden. Wenn ich den Herrn hier am Klavier nehme, ist ein guter Freund geworden. Ein musikalischer Partner, ein guter Freund. Ich habe hier tolle Künstler kennengelernt, einige, die heute nicht hier sind. Einige sind auch hier, so wie den Kurt, also das hat mir extrem gut gefallen. Und ihr merkt schon selber, es fehlen einige. Und der Grund mag auch in den Umständen liegen, die momentan herrschen. Am 30.12. hätte dieses Couplet eigentlich aufgeführt werden sollen. Am 30.12. war ich in Augen der Regierung und auch des hierfür verantwortlichen Lokalbetreibers nur ein Mensch zweiter Klasse, weil ich nur ein G hatte, nämlich gesund. Jetzt habe ich 2G und jetzt, deswegen darf ich wieder hier sein. Irgendwann ist 2G wieder vorbei, dann bin ich in den Augen der Regierung wieder ein Mensch zweiter Klasse und werde wieder diskriminiert. Ich habe im Zuge meiner erweiterten Tätigkeit auch im Ankämpfen gegen diese Maßnahmen und auch im Interesse unserer Schulkinder als Lehrer liegt mir das besonders am Herzen, habe ich einen Menschen kennengelernt namens Michael Seider. Und dieser Mensch ist nicht nur ein Mensch. Und eigentlich bei nur 3, 4 gemeinsamen Aktionen eigentlich schon ein Freund geworden, sondern er ist auch ein großartiger Künstler. Und er hat ein Lied selber geschrieben, getextet und die Musik geschrieben. Das Lied heißt Gerechtigkeit. Der Sturm fegt ums Land und bringt schweren Regen. Wenn der Himmel erblüht, fühlt sich's an wie ein Segen. Wenn ich die Welt so betracht, mit der Gier an der Macht, bleibt nur mehr dran glauben, dass der Herrgott sie straft. Sie kennen keine Grenz, sehen nur mehr ihr Gier. Die Last dieser Welt, die tragen dann wir. Die Welt ist nicht fair, wir haben nicht viel Zeit. Trotzdem glaub ich an Gerechtigkeit. Ich steh auf in der Früh und ich schau in die Sonne. Ich bin bereit, bereit was zum Tun. Drum frag ich dich,
Glaubst nicht auch, es ist Zeit, dass wir was bewegen? Am besten noch heut. Die Welt ist nicht fair. Wir haben nicht viel Zeit. Trotzdem glaub ich an Gerechtigkeit. Stell dir vor, du spazierst entspannt ohne Blog, und ein Mensch, den's nicht kennst, dem wünscht einen schönen Tag. Sehr schöner Beginn, denn du reichst ihm die Hand. Und wenn's er weitergibt, verschönert es unser Land. Die Welt ist nicht fair. Wir haben nicht viel Zeit, trotzdem glaub ich an Gerechtigkeit. Die Welt ist nicht fair, wir haben nicht viel Zeit, trotzdem glaub ich an Gerechtigkeit.